So, hallo und herzlich willkommen zurück bei Ori and the Blind Forest. Warte mal, ich krieg den nicht darüber, oder? Ich muss da mal kurz was ausprobieren. Kann ich den bis darüber buxieren? Mit viel Geschick? Weil das schimmert so grün. Weil hier schimmert sehr vieles einfach grün. Okay, der ist weg. Lass mich raten, ich hätte hier unten auch einen gebraucht. Oh, jetzt sind das so Eisstacheln. Krass. So. Dann ist der tot. Okay, das klingt sehr bedrohlich hier unten. Ich habe etwas Angst. Und bin mir nicht sicher, ob ich überhaupt wirklich hier sein sollte. Okay. Das war das, was ich die ganze Zeit machen wollte. Ich wollte nach unten. Okay. Ja, dachte ich mir. Brauche ich. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Dann brauche ich vielleicht die Bowlingkugel. Komm schon, spring hier dagegen. Aber wie denn dann? Ich denke, es muss was mit dem Frosch zu tun haben, weil der spawnt. Ja, wobei, die spawnen beide wieder. Mit dem Frosch könnte ich mich vielleicht... Okay. So könnte ich hochkommen. Mal schauen, was hier passiert. Ah. So also. So, wir bringen dich noch schnell um. So, den Frosch haben wir auch nochmal umgebracht. Kriegen wir ein bisschen XP. Ja, die Frage wäre sowieso gewesen, was hätte ich mit dieser Kugel jetzt gemacht? So, das ist wieder offen. Ich würde mich mit Hilfe der Spinne gerne mal da hochbuxieren. Ach komm schon.
Hier so an den Baum, ob wir da hochkommen. Nur mal kurz nachgucken. So, Nashorn tot. Frosch tot. Okay, da geht's nicht nach oben. Okay, hier kommt er nicht ran. Ich kann ihm aber auch nichts anhaben. Aber solange er mir nichts tut... soll das für mich okay sein. Hier oben ist sonst auch nichts. Ah, da würde ich gern runterkommen. Was haben wir hier? Nichts. Oh, ich habe... Ach Mist, ich habe die Spitze nicht gesehen und ich habe... Mist, ich habe nicht gespeichert. Wie immer. So, dann killen wir die beiden wieder. So, ciao Frosch. Ciao Frosch. Okay, hier kriege ich mein Leben und komme dann da wieder hoch. Kann ich hier? Ja. So, wo müssen wir denn dann jetzt hin? Okay, die sind tot. Ich gucke hier mal kurz. Okay, hier bin ich richtig. Eins üppig und grün und jetzt mit Eis bedeckt. Aber sehr schön hier. Okay, jetzt können wir hier rein. Und müssen hier wahrscheinlich wieder gegen die Zeit ankämpfen. Ihr wisst, ich kann das nicht. Wir gehen rein. Oh, hier sind ganz viele von denen. Aber die sind alle tot. Die Elendsruinen. Hier leben die Gumon. Sie bauen wundersame Strukturen und erfüllen sie mit dem Licht des Geisterbaums, das ihnen Sicherheit bietet. Oh nein. Diese Gumon wurden eingefroren, konnten nicht entkommen. Als das Element des Windes sein Licht verlor, wurden diese Ruinen zu ihrem Grab. Och nein. Oh, da ist aber anscheinend warm. Okay, wir sollten nicht auf diese heißen Dinger gehen. Was ist das? Die Gumon waren erfinderische Handwerker. Vor ihnen lag eigentlich eine leuchtende Zukunft, zu der es aber nie kam. Sieh dir dieses Lichtgefäß an. Sie waren in der Lage, das Licht des Geisterbaums darin aufzubewahren. Okay, nice. Achso, ich muss das jetzt wieder irgendwie darüber bringen. Ach nee, es folgt mir einfach. Und wo muss das jetzt hin? Ah. Okay. Oh nein.
Aber ich glaube, ich begreife, was hier passieren soll. Ich glaub's zumindest. Das Ding kühlt diese heißen Teile ab. Aber dann kann ich halt wieder nicht doppelt springen. Der einzige Unterschied ist, es folgt mir. Okay. Okay, ich muss da praktisch, glaube ich, immer so ein bisschen im Wechsel. Ja, ja. Aber cool, dass ich es nicht die ganze Zeit tragen muss. So. Hier würde ich es gerne mal tragen. Okay, fast. Na, so nicht. Das ist alles gar nicht so einfach. Und nach der Sequenz werde ich jetzt mal speichern, weil das nervt sonst. So. Haben wir das gemacht? Dann tragen wir das mal. Kann ich? Okay, ich dachte, ich kann vielleicht da ranspringen. Ob ich wohl, wenn der Abstand nicht so groß ist, da drüben an die Wand kommen? Also ich müsste praktisch komplett hier oben sein. Ob das wohl funktioniert? Ja. Okay. Und dann speichern wir hier gleich. Oh, ich würde so gern weitermachen, aber ich brauche noch Fähigkeitenpunkte. So, damit können wir hier drauf laufen. Ein bisschen hüpfen können wir auch. Oh, okay, wir hüpfen also nicht nur, wir schweben richtig. Ja. Ach Mist. Vielleicht schaue ich mal, dass ich gleich an den da drüben komme. Boah, diese umgedrehte Schwerkraft, die ist ohne Scheiß, die verwirrt mich. Ah, Mist. Ja, ich muss aber sowieso hier entlang. Das ist halt schon irgendwie cool. Außer, dass ich halt umgekehrt denken muss. Das ist maximal verwirrend. Okay, wieder speichern. Und ich denke, dasselbe müssen wir auf der anderen Seite dann auch nochmal machen. Also ich muss ja nicht die ganze Zeit tragen.
das ist okay. Aber wir kriegen das hin. So. Hat die mich jetzt einfach nochmal getroffen. Das ist schon krank. Wie ist denn das? Ich kann ja da jetzt im Normalfall drauf, ne? Okay. Ich muss halt da irgendwie... Oh, nice. Wie cool. Ich muss sie mal irgendwie kurz ein bisschen tot machen. Die stört mich gerade. Bin ich jetzt... Ich bin gerade nicht ernsthaft runtergerutscht, oder? Dann machen wir es halt so. Wir haben noch genug Möglichkeiten. So, jetzt noch ein Treffer. Oh, verdammt. Und noch einmal. Haben wir die erledigt. Kann ich jetzt hier einfach... Okay, ich kann... Mist. Aber ich kann dann zumindest da drüber laufen. Das ist schon mal ganz gut. So. Spinne ist tot. Ich trage das Ding mal. So, wie komme ich jetzt hier hoch? Und ich würde auch gerne nochmal speichern. Warte mal, das wäre... Es wäre ein Versuch wert. Aber ich glaube, das wird nichts. Leider nicht. Och nein. Aber ich will da hochkommen. Wie? Ach, wobei. Irgendwie muss ich doch da oben rankommen. Oder etwa nicht. Und ich drücke immer falsch. Warte, ich versuche einfach nochmal rüber zu kommen. So, dann können wir hier hochlaufen. Oh Mist, das war zu weit. So, ganz vorsichtig.
Ich denke, wenn man das im richtigen... Ach so, nein. Ja, jetzt weiß ich es auch. Wir können dann, wenn wir hier dran sind, da zurücklaufen. Wenn wir es denn soweit schaffen. Okay. Jetzt wird's langsam wirklich kompliziert. Ich glaube halt nicht, dass ich da rankomme. Ach nein, ich wollte in die andere Richtung. Das ist so verwirrend. Das ist so unheimlich verwirrend. Ah, verdammt. Ah, verdammt. Und wir werden irgendwie alle Fragmente brauchen. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. So, ich würde sagen, wir lassen jetzt da drüber einfach los. So, dann können wir jetzt nämlich hier unten entlang. Och nein, das war so knapp. Ich versuche es jetzt noch einmal, ansonsten überlasse ich mir das in der Zukunft. Dann können wir da einfach noch mal richtig schön versagen. Ja, okay. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Aufnahme wieder. Bis dahin wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut und bis morgen. Ciao, ciao.